Ich begrüße Sie in der Red Bull Arena. Liebe Fußballfreunde, willkommen zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Uns erwartet mit Sicherheit eine sehr interessante Partie. RB Leipzig gegen RC Genk. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Da haben wir die Aufstellung von RB Leipzig. Amadou Haidara steht mit Xaver Schlager im Zentrum. Und sie versuchen es heute mit zwei Stürmern. Da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel aussehen wird. Hier ist die Aufstellung. So gehen die Gäste heute in die Partie. Jetzt der Vorstoß. Guter Zweikampf. Ein Name, der eigentlich immer genannt werden muss. Moment, jetzt könnte es gleich krachen. Nicht das Tor, unglaublich. Gute Aktion. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Den Ball hat er. Xaver Schlager. Emil Forsberg. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Chance zur Führung. Jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Die Mitspieler bieten sich an. Oh, das könnte was werden. Was für eine Chance. Da ist der Block. Ball kommt nicht durch. Amadou Haidara. Openda. Sie suchen die Lücke, Nebenleute bieten sich gut an. Da müssen sie eng an ihm dranbleiben. Jetzt vielleicht. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. RB Leipzig bekommt hier die Ecke und das wäre natürlich jetzt die Gelegenheit, die Führung hier weiter auszubauen. Yusuf Paulsen. Tja, wo ist die Lücke? Amadou Haidara. So, wir hören's. Pausenpfiff. Das war's für den ersten Durchgang in diesem Spiel. Bislang heute gutes Spiel von Xavi Simons, oder, Buschi? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Jetzt geht's ja also los. Die zweite Hälfte, Leipzig mit einem Tor vorne. Forsberg. Klasse Balleroberung. Das war natürlich ein toller Zweikampf. Sie laufen diesem knappen Rückstand hier weiter hinterher. Guter Spielaufbau jetzt. Ist es das jetzt? Ganz wichtig, da muss er hin. Castello Luqueba. Paulsen. Openda. Am Ball jetzt Xavi Simons. Sie können es machen.
Den macht er ganz seriös ins leere Tor. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ganz energisch. Starkes Tackling hier. Xavi Simons. Gut zu sehen, wie sie Druck machen. Amadou Haidara. Openda. Yusuf Pausen. Den Ball holt er. Er bekommt Hilfe. Die Chance hier. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Macht er genau im richtigen Moment. Chance zum Konter jetzt. Emil Forsberg. Das muss es fast sein. Ah, damit sind sie hier mit 3 Toren vorne. Wieder so eine klasse Szene. Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Amadou Haidara. Ah, Ballverlust. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Gute Aktion. Henrichs. Xavi Simons. Pausen. Ja, da gibt's gute Anspielstationen. Da wollen sie unbedingt im Ballbesitz bleiben. Da kommt der Schlusspfiff. Damit hat RB Leipzig dieses Spiel also gewonnen. Tolle Leistung heute, das Ergebnis spricht Bände. Waren kaum Schwächen auszumachen. Ein absolut überzeugender Auftritt. Xavi Simons hat ein gutes Spiel gemacht, Buschi. Wie hast du es gesehen? Das war eine starke Leistung heute. Tor gemacht, was will man mehr? Hat sich den Jubel wirklich verdient?